Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartesfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Finanznachrichten.de hat eine Meldung zum Thema Autismusinstitut gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht allein antun kann, sicher ich viel mit rein. Link zum Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort nochmal raushauen würdet. Als auch den Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr schon meine Comics da nochmal geben könnt. Als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Ja, und diese Meldung trägt den Titel: Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung kann eine Kontrolle im Zug oder am Flughafen unerwartete Reaktionen auslösen. Die neue Ausweiskarte kann helfen. Die ich auf für autistische Menschen kann eine Kontrolle im Zug oder am Flughafen unerwartete Reaktion auslösen. Die neue Ausweiskarte kann helfen. Obwohl, dieser Titel ist eigentlich zu lang für YouTube. Einigen wir uns auf: Die neue Ausweiskarte für autistische Menschen kann helfen. So, das war ja kurz genug für YouTube, ne? Muss ja nicht so lang sein. Fangen wir lang drum rum. Los geht's. Bern. Neu. Ausweiskarte für Autistinnen. Ja, Gender ist richtig und wichtig. Und das steht Originalnummer nicht im Artikel drin, aber das nur am Rande. Und bei Artikel bewerten hat er nur 4 Sterne. Das heißt, da gibt es etwas Skepsis. Na denn, weiter geht's. Autismus Deutsche Schweiz ist die größte Non-Profit-Organisation zum Thema Autismus in der Schweiz und arbeitet mit einem Leistungsauftrag des Bundesamtes für Sozialversicherung. Ziel des Vereins ist es, die Lebenssituation der autistischen Menschen, deren Eltern und Angehörigen zu verbessern. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich hat der Verein eine Ausweiskarte für Autistinnen entworfen. Die Schweizerische Kriminalprävention hat dieses Projekt unterstützt und für sämtliche Sprachregionen übersetzt. Ja, natürlich haben sie verschiedene Sprachregionen. Schweizerische, französische, deutsche und auch italienische, weil Italien auch Nachbar der Schweiz ist. Weiter geht's. Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASS, bietet der öffentliche Raum viele Reize und Stressfaktoren. Oder wie der Satz richtig heißen sollte: Für autistische Menschen bietet der öffentliche Raum viele Reize und Stressfaktoren. Ja, also die Menschenmenge, ne? Wir kennen's ja. Und über Jahrmärkte wollen wir gar nicht erst reden. Oder Flohmärkte. Wochenmärkte. Nett ist, wie es wollt. Weiter geht's. So kann beispielsweise eine Kontrolle im Zug oder am Flughafen unerwartete Reaktionen auslösen. Nicht nur uns Autistinnen gegenüber, sondern auch die NTs, ne? Takopisten hingegen kennen solche Reaktionen gar nicht. Die kennen auch keine Angst. Ausgenommen der Sonne. Wenn sie in ihrer natürlichen Gestalt die Sonne angucken. Weiter geht's. Für eine Kontrollbehörde ist es in diesem Moment schwierig, mit dieser Person zu kommunizieren und möglicherweise wird das Verhalten falsch gedeutet. Im Gespräch mit dem Verein Autismus Deutsche Schweiz wurde nach einer praktischen Lösung gesucht, die für alle Beteiligten von Nutzen ist. Und, ihr habt es im Videotitel ja auch gesehen, eine neue Ausweiskarte. Die kann man sich bei Autismus Deutsche Schweiz mal anschauen. Damit eine kritische Situation nicht eskaliert, bietet die abgebildete Karte Hilfestellung für Kontrollbehörden sowie einen QR-Code für weiterführende Informationen. Für Notfälle ist auf der Rückseite zusätzlich eine Kontaktperson des Ausweisträgers bzw. der Ausweisträgerin aufgeführt. Tja, und im Original hat Finanznachrichten.de zum Thema Gendern wohl verschlafen. Weiter geht's. Ab dem 1. September, also schon über 3 Wochen ist es her, können sich autistische Personen nun ausweisen.
Da es sich jedoch nicht um ein offizielles Dokument handelt, muss unbedingt eine Identitätskarte oder ein offizielles Ausweisdokument mitgeführt werden. Ja, und warum ist es kein offizielles Dokument? Weil es ja nicht von der Bundesrepublik Deutschland oder wie hier in diesem Fall von der schweizerischen Regierung offiziell veranlasst wurde. Dann hätten wir das alles ja mitbekommen. Auch die NTs. Und auch leider die Takupisten, die sich dann wahrscheinlich in die Schweiz machen würden, um dort die Ruhe und Ordnung in der Schweiz zu stören. Und die Wirtschaft natürlich auch. Weil Takupisten und Wirtschaft, die sind sowieso verliebt in Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, obwohl das gehört ja auch mit dazu. Leute, ihr kennt ja Takupisten mittlerweile schon lang genug. Weiter geht's. Vertrieb. Die drei sprachregionalen Autismusvereine informieren ihre Mitglieder und vertreiben die Karten direkt. Vertreiben die Karten direkt? Na gut, schreibt mir in die Kommentare, ob das richtiges Schweizerdeutsch war oder nicht. Obwohl, richtiges Deutsch wohl so eher. Nennt es, wie es wollt. Weiter geht's. Die schweizerische Kriminalprävention informiert und sensibilisiert die Polizei. Und den Rest brauche ich nicht vorlesen, weil das sind die Kontaktdaten drauf. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, es ist schön, dass zumindest in der Schweiz jetzt Ausweiskarten für Autistinnen gibt. Ja, Gender ist richtig und wichtig. Und wahrscheinlich hat dieser Artikel nur deshalb 4 Sterne bekommen, weil es wahrscheinlich kein schweizerischer Nutzer war, sondern halt jemand von außerhalb, bei denen es solche Kartennummer nicht gibt. Könnte ich mir denken. Was meint ihr dazu? Zu dieser neuen Ausweiskarte von Autismus Deutsche Schweiz. Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp., als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einer weiteren Meldung wieder. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.